meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Mein Name ist David Copperfield und ich zaubere Ihnen heute was vom Pferd. Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Galaxy. Für meine ganzen Zwitschertauben da draußen, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich ein verschlafendes Stück Scheiße bin und bis jetzt gerade gepennt habe, weil ich einfach mir irgendwie keinen Wecker mehr stellen kann. Ich bin einfach richtig verbaselt und stelle mir echt seit ein paar Tagen keinen Wecker mehr. Mal kurz schauen hier. Die Petition gegen den Cleaver ist leider gescheitert. Außer ich habe das verbaselt. Nee, ist aber okay. So, Modifiers Remaining 5. So, dann machen wir mal den hier. Und fangen wir schon mal an. Und schärfen das Ding bis in die Hölle. So, um weitere ich bin heute sehr langsam im Hören, das müsst ihr mir jetzt vergeben. Um weiteres Gebettel im Prinzip zu vermeiden. Ich werde da keinen Moos drauf machen. Boah, Alter, bin ich langsam. Leck mir am Arsch, ey. Heute bin ich richtig verbezelt. Weil ich den Cleaver auch einfach reparieren kann. Und das geht sich nicht auf, weil so krass benutzt man nicht. Und dann nehme ich lieber die Modifier, um mir so eine plus, ich glaube, 46 oder noch fast 1000 Schaden zu machen. So, wie viele mitbekommen haben, die Folge gestern geschaut haben, kam gestern kein zweites Video. Für die Leute, die heute vielleicht das Einschalten und sich gewundert haben, warum gestern kein zweites Video kam. Weil ich eine Hausarbeit schreiben muss noch. Und da bin ich gestern weit gekommen. Das hat ganz gut funktioniert. Dennoch bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Und muss mich da heute nochmal dran setzen. Deswegen kann es sein, dass heute wieder nur ein Video kommt. Also wieder nur Galaxy. Aber, ey, sobald ich das durch habe, ich verspreche euch, ich mache dann, ich würde sagen, 3 Videos, aber das packe ich einfach nicht. Wie gesagt, ich probiere das dann mit diesen Zusammenschnitten. Da haben ja gestern sehr, sehr viele kommentiert. Dankeschön nochmal dafür, also mit diesen 2 Zusammenschnitten mal irgendwie an einem Tag, um das mal zu testen, wie das so bei euch ankommt. Es ist mir auch immer sehr wichtig, dass ich da euch als Zuschauer viel mit einbeziehe, wenn es um meinen Kanal geht und höre, was ihr da wollt und was nicht. Natürlich neben dem Faktor, dass ihr unbedingt wollt, dass ich derbe viel Moos auf mein Schwert klatsche, damit sich das repariert. Es würde, glaube ich, mehr Sinn machen, wenn man das einfach auf diese Spitzhacke macht, weil die Spitzhacke, die braucht man ja immer wieder. Aber auf das Schwert, das kann ich beim besten Willen, war da nicht eins? Hä? Bin ich auf Crack? Hä? Und ey, ich will heute noch ein Happy Wheels Video machen, so ist es nicht. Und ich werde mich jetzt gleich an dieser Arbeit hocken und das dann durchpowern, bis sonst wie wo. Aber das Ding ist halt auch, ich glaube, ich penne momentan dann auch so lange, wenn auch irgendwie kein Wecker ist. Lange im Zweifelsfall, ich habe jetzt wieder, ich glaube, 7 Stunden gepennt, weil ich glaube, ich bis 8 Uhr morgens gestern wach war. Ich glaube, ich penne so lange, weil ich ein bisschen krank werde. Als ich bei Burks nämlich Fußball geguckt habe, sind wir immer, also das Deutschlandspiel gegen Brasilien, dieses Mega-Massaker, sind wir danach noch rumgegangen in Köln und da ging ja die Mega-Sause, aber es hat halt geschüttet wie sonst was und wir waren halt echt so ein paar Stunden unterwegs draußen und mega durchnässt am Ende und sind gar nicht mehr klargekommen. Von daher, ey, ich glaube echt, ich habe mir irgendwie eine Erkältung eingefangen oder so. Sieht man mal wieder, Hochsommer und die Erkältung schlägt zu. Nee, ist echt ein bisschen schade drum, ey. So, warte. Wir hatten hier so Blähungen, ey. Ich sag ja nach wie vor, wenn sie irgendwelche Voice Actor brauchen für neue Minecraft-Charaktere, biete ich mich sehr gerne an. Oh, ich hasse das, wenn ich das im Fliegen machen muss. Das ist immer so blöd, ey. Ich geh nicht hoch. Hier. Ich mache mir diese Folge jetzt mal so ein Schwertding und da ist jetzt ja irgendwie, da ich dann PvP-technisch ganz gut aufgestellt bin, werde ich mich hiernach, wenn wir das Schwert so ein bisschen gebaselt haben, da wir unsere DNA-Sachen im Prinzip auch fertig haben,
werde ich mich ein bisschen mit der Nekromantie-Mod beschäftigen. Die ist, wenn jetzt viele wieder Angst haben, oh ja, wir sehen in den nächsten 20 Folgen, wie er an den Nekromantie-Mod scheitert. Irgendwie, da müsst ihr jetzt nicht so die größte Angst vor haben, weil die ist nicht sehr, sehr komplex. Man kann aber damit so Sklaven machen aus verschiedenen Körperteilen und das feiere ich mega, weil ich das total witzig finde. Und ich will mir dann so ein paar kleine süße Sklaven machen. Und die dann mit meinem Blut tränken. Also wie gesagt, das ist nicht sonderlich komplex. Da werde ich dann gucken, wie lange wir dafür brauchen. Das wäre aber so die Mod, die mich jetzt mal am nächsten reizen würde. Und dieses ganze Hin- und Her-Gebettel. Ich guck mir dann jetzt einfach Mods an. Digga, wir hatten hier irgendwie, Leute, irgendwas ist komplett falsch. Ah, hi. Ist nicht so, als wenn du mal Schaden kriegen solltest, du blödes Viech. Ach ja, stimmt, da kommen dann ja ganz viele Kleine noch raus. Oh nein, wie blöd. Gut, ich will mehr Quarz und Erz. Des Weiteren wollte ich unbedingt halt auch mal Galaxy streamen, aber ich habe echt einfach keine Zeit. Das kotzt mich so an, ey. Ich werde das irgendwie schaffen und hinkriegen. Und ihr wisst ja, Galaxy Streams werden so oder so aufgezeichnet, von daher müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwas verpassen werdet. Man darf ja zusätzlich 3 Stunden streamen. Ich könnte eigentlich, glaube ich, mal nachfragen, ob ich da irgendwie die ganzen letzten verpassten Termine, obwohl es ja eigentlich meine Schuld ist, irgendwie zusammenfassen kann. Weil es würde ja fast schon am meisten Sinn machen. Denn ich liege ja... Also, nur weil, falls sich irgendjemand wundert, so nach dem Motto, ey, der jetzt vielleicht neu zuguckt, du liegst da voll... Ich lieg nicht mal voll weit zurück, ich habe einfach andere Mods gemacht. Aber du hast viel weniger als andere. Es liegt einfach daran, dass die Leute, die dann halt auch eben deutlich mehr Sachen haben als ich, meistens eben immer gestreamt haben. Und dazu hatte ich halt leider die letzten Wochen echt einfach keine Zeit. So, ich bin dann viel unterwegs. Wie gesagt, ich kennt ja den ganzen Palaver. Ich muss das jetzt ja nicht nochmal 100 Mal ausführen. Und deswegen sind mir einfach 12 Stunden... Gamezeit abhanden gekommen. Und das ist halt nicht so 3-4 Folgen, die man dann nachhängt, sondern 12 fucking Stunden. So, und ich würde ganz gerne auch mal so einen Stream nutzen. Alter, übertreibt euer Leben bitte nicht. Ganz gerne mal so einen Stream nutzen, um auch mal dieses Haus oder diese Raketenbasis da ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Das ist ja schrecklich, die Behausung. Meine Güte. Hallo. Ein bisschen erschrocken. Meiner Meinung nach zumindest. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich steuere das an. Dieses Wochenende, wenn ich diese Hausarbeit heute fertig kriege, dann mache ich es vielleicht heute Nacht noch. Link übrigens zum Twitch-Kanal und sowas findet ihr alles in der Beschreibung, auch zu Twitter, wenn ihr immer sehen wollt, wie komisch ich wirklich bin. Keine Ahnung, hat das Sinn gemacht? Ich glaube nicht. Whoop. Ach ja, nee, und gestern war ich eigentlich ganz gut drauf. Ist so im Prinzip, ich weiß nicht, wie viele von euch studieren oder sonst wie was, aber ihr kennt das sicherlich auch, wenn man so eine Arbeit schreibt oder so eine Hausarbeit dann, jetzt nicht Hausaufgaben, sondern vielleicht mal so einen längeren Text. Wenn man dann einmal in so einem Schreibfluss ist, kennt ihr das? Also wenn man dann irgendwie sich an einem Punkt denkt, boah, okay, und dann hat man noch eine Idee beim Schreiben und dann nochmal und auf einmal hat man so eine ganze Seite geschrieben und denkt so, boah, das ist wirklich gut und das sind gute Ideen. So, das hatte ich gestern 1-2 Mal, das war ganz cool. Ich bin jetzt so ein bisschen über Halbzeit. Hab jetzt aber, muss ich sagen, gestern unter anderem, ich saß da, ich glaube, 7 Stunden lang habe ich geschrieben. Das wäre witzig gewesen. Okay, jetzt haben wir fast 2 Stacks. Ich glaube, da braucht man aber noch ein bisschen mehr. Ich trotzdem mal einfach nur jetzt erstmal mit den 2 Stacks dann vorlieb nehmen, wenn ich die abgebaut habe. War das Sex und Verderben? Was? Ich hab solche Fahnen verloren, Hilfe. Nee, keine Ahnung. Gestern ein wenig noch darüber nachgedacht, wie sehr ich mich doch schon auf den Video Day freue insgeheim. Also natürlich auch auf die Gamescom, aber ich muss auch sagen, ich freue mich wirklich auf den Video Day. Einfach nur, oder auf die Video Days sind jetzt mehrere, obwohl ich nur den ersten Tag hingehen werde. Das heißt, also nur diesen Meet and Greet Tag bin ich da, den Showtag setze ich aus, weil ich dann doch halt noch Gamer bin und ganz
also dieser Showcharakter reizt mich weniger am Videoday, muss ich sagen. Ich finde das auch gut, dass sie das so geregelt haben, dass man zwei unterschiedliche Tage hat, denn ja, wie gesagt, dieses Showding reizt mich nicht wirklich. Keine Ahnung, ich habe mir letztes Jahr habe ich die Show ab und an mal durchgeskippt oder immer mal reingeschaut, wenn ich Lust habe. Ja, aber ich muss sagen, das Einzige, was ich halt cool finde, immer an so Geschichten, sind halt so Panels. Also, wenn, dann habe ich mir, ich glaube, von letztem Jahr das Waititi-Panel mal angeguckt, wo man dann eben so ein bisschen die Leute, ne, wo man eben auf den Zahn fühlen kann. So, mit was macht ihr das? Wie macht ihr das? Warum macht ihr das? Und einfach dann nochmal ein bisschen Zeit hat mit den Leuten, die Videos selbst gucken, sich mal hinzusetzen, zu sagen so und so, um mal ein bisschen zu quatschen. So, das finde ich entspannter als da dieses irgendwie, gezwungene, das ist ja nicht gezwungen, das machen ja die Leute freiwillig, aber keine Ahnung, dieser Showcharakter bei so einer großen Bühne bei YouTubern, das finde ich irgendwie immer noch so unnahbar, wisst ihr? Und das finde ich so schade dann, also wenn man da besonders dann so das durchtaktet und dann spielt, keine Ahnung, Sexaffe 93 auf seiner Gitarre 3 Minuten lang, keine Ahnung, finde ich einfach nicht so reizbar. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist ja, gerade eben dadurch auch, dass Mediakraft das ganze Boot da steuert inzwischen, dass vielleicht diese Kartenverkäufe, also man kauft sich ja jetzt Karten für den Showday, also den Tag, wo dann die Vorführungen sind, und den Meet-and-Greet-Tag. Was ich ganz interessant fände oder was ich mir wünschen würde davon, wäre, dass sie das so abändern, dass man sagen könnte, man kauft individuell Karten, dann wird das nochmal für die Zuschauer ein bisschen günstiger. Also ich wäre mir auch sehr sicher, dass man dann deutlich absehen könnte, dass dieser Showtag weniger eigentlich besucht ist als dieser Meet and Greet Day. Also weil ich glaube, das reizt ja euch als Zuschauer auch am meisten, oder? Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr zum Video Day geht auch oder da hingehen wolltet, warum, ob ihr da hingeht, um die Leute zu treffen, oder ob ihr da hingeht, um euch die Shows anzugucken. Weil, keine Ahnung, bei mir ist es halt eher, um auch einfach mal andere YouTuber kennenzulernen. Ich gehe ja genau mit der gleichen Intention dahin wie viele von euch, dass ich sage, ich kenne jetzt viele und ich habe sehr, sehr viele coole Leute schon dadurch kennengelernt. So, jetzt wird es ein bisschen laut. Aber ich lerne auch sehr gerne noch viele andere dadurch kennen, weil ich weiß, dass es die gibt, und ich weiß, also es gibt einfach ein paar Leute, die ich auch sehr gerne nochmal irgendwie abgreifen würde. Zumindest wäre das ganz cool. Komm schon, ich will doch mehr Attack Damage. So, nochmal 18. Also wir werden immer nach und nach, ich glaube, das ist auch mal so eine schöne Stream-Aufgabe, mir da diesen Cleaver des Todes zu machen. Ja, viele sind gegen diesen Cleaver. Kann ich ganz ehrlich immer noch nicht nachvollziehen, aber naja, passt schon. So, komm. Komm schon, mehr! Und ich glaube auch mit Redstone, ich weiß gar nicht, ob das so eine schlechte Idee ist, wenn man mit Redstone das noch drauf macht, dann kann man, glaube ich, schneller schlagen. Ich glaube, das ist für einen Cleaver gar nicht mehr so schlecht, oder? So. 21 haben wir schon wieder. Zack. So, der hatte 23, dann sind wir eigentlich fast wieder beim Alten. Und ich muss jetzt, ihr müsst mir nochmal die Däumchen drücken, das hat gestern anscheinend echt gut geholfen, dass ich heute dieses Paper fertig kriege und dann erstmal kurz beiseite legen kann, und den ganzen Rest, den macht man ja dann so oder so. Nebenbei immer mache ich das dann. Jetzt bin ich gerade kurz irritiert, jetzt haben wir noch ein Minütchen. Ja, dann in die Hölle habe ich gerade keine Lust mehr. Was ich aber machen könnte, ist, ach, ich habe sogar noch die Sachen. Jemand hat mir, glaube ich, auch letzte Folge geschrieben, dass ich doch auch ungemorpht jetzt rumfliegen könnte, was ich nicht mache, aus dem einfachen Grund, also kann ich derjenigen Person, ich weiß leider nicht mehr, wer es ist, tut mir leid, habe ich vergessen, aber ich muss unbedingt mal Kohle holen. Also mach ich aus dem einfachen Grund nicht, weil ich dann zu dick bin und dann irgendwo durchkomme. Also ich meine, wenn du als Fledermaus rumfliegst, dann kannst du eben durch diese Ein-Block-Dinger durchgehen, und wenn ich als Normaler rumfliege, habe ich, glaube ich, 2 Blöcke hoch, und dann komme ich halt nicht mehr so süß hier durch so kleine Löchlein, und wenn ich halt als normale Person oder als Spinne rumfliege oder so. Deswegen mache ich das nicht gerade. So.
Übrigens haben auch viele gesagt bei diesem PvP-Event, das war OP, natürlich, das haben wir auch mitbekommen, dass es echt nicht so knorke ankam in dem Sinne. Ja, das ist cool. Dennoch haben auch viele gesagt, ich sollte doch dann diese Dubstep-Gun umwandeln in diese TNT-Gun, sodass das irgendwie die Umgebung wegsprengt. Das darf man nicht, also man darf in dieser PvP-Arena nichts kaputt machen. Darauf haben wir uns am Anfang einfach geeinigt, das ist so eine Grundregel gewesen. Deswegen habe ich das auch nicht dementsprechend verändern. So, warte, ich tue das mal kurz in meine Erztruhe und habe inzwischen richtig Bock einfach auf den Stream, damit ich hier ein bisschen mehr gebaselt kriege in meiner Base und das so ein geiler Baustream wäre, damit ich das alles mal ein bisschen aufhübsche und mich vielleicht dann schon mal mit der Necromancy-Mod beschäftige, beziehungsweise mein Schwert mal so immer mache, dass mich keiner mehr anpackt. So, an der Stelle bedanke ich mich aber auch erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, ich schaffe heute irgendwie ein zweites Video, wenn, dann wird das sehr spät kommen und Daumen drücken, dass ich diese Arbeit jetzt schnell fertig basel und dann sehen wir uns später wieder, hoffentlich, vielleicht heute Nacht. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen und Friede auf der Welt.